Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Danke, der Wetterbericht. Ganzen Tag klar und sonnig. Wahrsager fühlen sich heute neutral gesinnt. Das ist ja nichts Neues. Oh. Grüße dich, Alice und Günther. Wie geht es euch? Hallo, Mama. Hallo, Papa. Oh, da ist was bei. Ja, dieses Kuchen ist zu voll rauszukommen. Was ist mit dem los? Erstmal schön passieren. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Oh. Oh, Kuh gestreichelt, Schrauch gestreichelt. Fliege, Kuh. Gucken wir mal, was wir an Milch kriegen. Satt und zufrieden, soll ich dir was verraten? Meine Frau hat heute zum vierten Mal den Teller abgeschleckt. Ja. Und zwei legendäre Milch. Oh, ihr seid die Besten. Das gibt eine extra Kraul-Einheit. Entschuldigung. Gucken wir mal hier in die Schleimfahrt. Wieder Wasser reinkippen. Auch eine Kirsche. Wir haben schon zwei Kirschen. In zwei Kirchen? Ja. Bringe Emily eine Aprikose. Aprikotze? Ja. Hier ist keine Tomate, Melone. Das ist eine komische Melone. Mit der Farbe. Orange ist hier oben drin. Nee, hier ist keine Aprikose drin. Dann haben wir keine Aprikotze. Zum Kraulen Hals ganz lang. Okay. Mm. War mir klar. Weil es heute nicht da. Tisch los. An Bäumen ist auch nichts zu ernten. Bannerei hier. Auch die Schattenmayonnaise verkaufen? Ja, können wir. Das Kuchen legt ja regelmäßig jetzt ein Ei. Okay. Zum Glück, was nicht stinkt. Ja, bei der Farbe ist fragwürdig, ne? Okay. Ja, die Scheiße könnte schon abgelaufen sein. Oh. Man weiß ja nie. Ich glaube, das und das. Ja. Dreimal lecker Käse. Wolle schon eingesammelt wieder? Es ist noch nicht reif. Also ist noch nicht reif. Ist noch nicht dick und fett, das Schäfchen. Ja, aber wir ja den Stoff brauchen. Mm. Aber Schäfchen hat noch keine Wolle zum benutzen. Oh. Ich hab was vergessen. Den Dünger. Ja, ich lauf ja schon.
Was gab es denn bei euch, Alisea, zu futtern? Wahrscheinlich wieder was ganz, ganz Leckeres. Davon gehe ich mal aus. Alles andere wäre Frevel. Stimmt. Schnitzel mit frischen Pilzen. Mhm. Auch nicht schlecht. Hab's auch noch was dazu? Oder nur Schnitzel und Pilze? Ja, wahrscheinlich noch eine Kartoffel. Nicht weg. Ah, oh, Kartoffeln, ja. Habe ich noch irgendwas für den Hof gerade? Morgen müssten wir mal zu Robin und noch ein zweites Silo machen. Hm. Das machen wir. Ich wollte ja eigentlich hier eine Smatsch. Da galoppelst du wieder rum, ja. Ja, ich gucke nach Würmern. Ein Stein und eine Fackel. Wow. Aus dem Papier keinen Stoff bekommen, deswegen. Kannst nicht immer Glück haben, Schatz. Ja, aber es wäre halt einmal mehr, ne? Ja. Man, eigentlich gehen die Dinger ja schnell mit Samen herstellen, aber. Aber? Manchmal dauert es dann doch ein bisschen lang. Ja, man kann nicht alles haben. Nee. Aus 13 Pflanzen habe ich jetzt 27 Saaten gekriegt. Das ist nicht schlecht. Das sieht ja hier auch gut aus. Ja, ne? Gott. Oh, eine Iridium-Barren. Das ist mein Hirn ist so aufgefallen. Das ist aus einer CD, ey.
Pack's mal in die Steinkiste. Mhm. Wasser ist jetzt echt blöd platziert, um dran zu kommen. Ja. Okay. Wir haben doch noch einen anderen Teich hier unten. Ich kann auch weiter latschen. Oh, die paar Meter. Ja, ich bin faul. Ineffizient faul. Ah, ja. Das werde ich heute Abend schon machen, ey. Oh ja. Ich auch. Ist das gut? Mhm. Es ist Mittwoch. Ich glaube, da sind die beim Yoga, oder? Königin der Soßen. Süßkartoffeln, aha. War eine Wiederholung, aber egal. Wunderschön sonniger Tag. Oh. Und sich heute neutral. Oma ist da. Bei dir auch? Ja. Gut. Guten Morgen. Das war ein wirklich netter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Gut. Er sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Ja, weil wir gut sind. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk von einem Gärtner zum nächsten. Hm? Du hast einen Gartentopf erhalten. Okay. Diese Töpfe sind wirklich praktisch. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten im Haus Pflanzen heranziehen. Und auch draußen sehen sie nett aus. Dort kannst du aber nur den saisonentsprechenden Pflanzen pflanzen. Okay, Pflanzen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du leicht selber welche machen. Hier ist, hier, ich habe einen alten Zeitungsartikel mit der Anweisung. Das hätte man vor dem Gartenhaus wissen können müssen. Ja, ne? Naja. Ich gehe dann mal lieber. George wird mürrisch, wenn er seinen Haferbrei nicht rechtzeitig kriegt. Hab noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Tschüss. Ach, dass die mal einfach eine Arbeit, Gartenarbeit abhalten müssen. Ja, ne? Ist schlimm. Oh, der Knopfloch ist fertig. Und die Dioskuchen heute wieder gut geschleimt. So. Oh, da ist ja schon wieder eine Kirsche fertig. Finde ich gut. Na, ihr vier. Oh, Schäfchen hat Wolle. Schäfchen ist dick, fett und kugelrund. Und gleich aus. Es ist kein elektrischer Schneider. Macht mal einfach den Soundtrack dazu. Zwei große Milch, eine große Ziegenmilch. Okay. Und einmal Wolle. Ihr seid die Besten. Wo kriege ich hier Schleim aus? Böden? Was ist denn? Weil ich jetzt erst darauf, dass mein zweiter Schleim kommt. Meinst du, die müssen sich paaren? Mach ich mal von aus. So. Da oben Wolle drauf komme ich ja nicht. Mann, unser Kühlschrank ist ganz schön voll mit Zeug. Gefällt mir.
Ich habe das Gefühl, die kommt im Frühling nicht. Oh, müsste aber eigentlich. Müsste eigentlich immer kommen. Also erscheinen. Ein Meerrettich. Was, dein Meerrettich? Amethyst vom Schleim bekommen, krass. Finde ich gut. Diese Samenherstellungsmaschine ist echt schlecht für unseren Händler. Wieso? Naja, ich mach die Samen jetzt ja selber. Jawohl. Hab ja trotzdem noch was raus. Da kriegt der ja gar kein Geld mehr von uns. Pech. Meinst du, der ist eh zu teuer, ja? Ja. Okay. Sie sind halt autark. Hm. So im Großen und Ganzen. Nur die neuen Sachen muss ich dann holen. Ja. Torische Saat. Hm, ich glaube, da können wir auch irgendwas draus machen. Warte mal. Die pflanzt sich an im Schlafzimmer. Da habe ich mein Körbchen reingestellt. Weil irgendwo konntest du mit der historischen Saat auch was machen. Ne, uralter Samen. Genau, dafür brauchst du eine historische Saat, dann kannst du einen uralten Samen machen. Mhm. So. Wolle ist fertig. Hat man die Wolle reingetan? Wolle? Keine Ahnung. Wir haben nur Stoff. Ja, Stoff. Der Stoff ist bei mir in der Kiste drin. Ah ja, genau. Jetzt haben wir schon 3. So, 9 Knoblauchpflanzen. Warte, mein Inventar ist schon voll. What the fuck? Was ist mit dir los? Ich bin überfüllt. Gegen Überfüllung geschlossen, ja? Ei. Darfst du dir mal erzählen? Das habe ich dir aber erzählt. Ja. Ja. Dann ist das jetzt ja. So, ne? Wo hab ich die Kirsche reingetan? Jetzt gibt's Kirschwein, Leute! Und zweimal Käse. Da kann ich aber noch mal schnell gucken. Ach, ich da auch. Da. Bin ich gerade durch die Scheune geritten? Hinten durch kannst du höchstens reiten. Nee, ich bin da durch die Scheune gerade komplett. Hm. Naja, durch den Stall. Ja. So. Bewohner. Das war ja. Da, Robin. Bitte ist der, Kann ich da nie einpflanzen? Dann musst du sie draußen einpflanzen. Ach so, weil die Wurzeln zu tief sind. Hm, schade. Ich packe sie hier rein.
Hey, Robin wäre heute eigentlich da gewesen, aber dann müssen wir morgen. Okay. Müssen wir das morgen machen? So. Es eilt ja nicht, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt sofort und auf der Stelle.